Was für eine Fläche würde die gesamte Weltbevölkerung abdecken? Laut jüngsten Schätzungen der Vereinten Nationen gibt es momentan 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Die verteilen sich weltweit über 195 Länder, wobei der Großteil in China, Indien, den USA, Indonesien und Brasilien lebt. Aber was, wenn wir sie alle an einem Punkt versammeln würden? Welche Fläche würden sie abdecken? Ein ganzes Land? Einen ganzen Kontinent? Und was kann man noch so mit 7,6 Milliarden Menschen machen? Würden wir uns alle aufeinander stellen, würden wir dann den Mond erreichen? Nun, bleibt dran, denn wir werden genau diese und noch viele andere Fragen beantworten. Doch bevor wir die Erdbevölkerung auf eine Art kennenlernen, an die du nie zu denken gewagt hättest, abonniere unbedingt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keines der täglichen Updates auf der Sonnenseite des Lebens verpasst. 7,6 Milliarden. Das menschliche Gehirn hat schon Probleme, sich solch eine gigantische Zahl nur vorzustellen. Also hilft dir vielleicht diese Veranschaulichung. 1 Million Sekunden sind nur 12 Tage, aber 1 Milliarde Sekunden sind 30 Jahre. 7,6 Milliarden sind dagegen noch schwerer vorzustellen, besonders wenn man damit Menschen auf der Erde meint. Nun, genau genommen sind es sogar 7.639.150.000 und mit jedem Tag mehr. 7,6 Milliarden Sekunden sind übrigens 228 Jahre. 7,6 Milliarden trockene Reiskörner reichen aus, um ein zweistöckiges Haus zu füllen, und 7,6 Milliarden Schritte bringen dich ca. 150 Mal um die Erde. Jetzt, wo wir ein Gefühl dafür haben, wie gigantisch diese Zahl wirklich ist, stellen wir uns vor, all diese Menschen wären an einem Ort. Zuallererst wollen wir es bequem haben, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es nicht, wenn mir jemand seine Ellbogen in die Seiten rammt oder mir auf die Füße tritt. Damit sich also jeder und jede wohlfühlt, bekommen wir alle den gleichen Platz, als würden wir in einem Sarg stehen. Morbide, ich weiß, aber es hilft bei der Rechnung. Ein Standardsarg ist ca. 2,13 Meter lang, 71 cm breit und 58 cm hoch. Aber da wir uns aufrecht stellen, müssen wir uns nur um die Breite und Höhe Gedanken machen. Jeder und jede von uns bekommt also etwa 160 Quadratzentimeter Platz. Damit ergeben 7,6 Milliarden von uns 122,6 Millionen Quadratmeter, was 122,6 Quadratkilometern entspricht. Nicht so beeindruckend, wie du gedacht hast, richtig? Geht mir genauso. Also nein, wir würden keinen ganzen Kontinent abdecken und nicht einmal ein ganzes Land. Wir würden gerade mal Liechtenstein zu 3/4 ausfüllen. Tatsächlich ist München mit einer Gesamtfläche von 310 Quadratkilometern schon fast doppelt so groß wie Liechtenstein, das eine Fläche von gerade mal 160 Quadratkilometern hat. Okay, holen wir sie alle aus den Särgen raus und stellen sie auf die Füße. Wir haben uns schon an einem Ort versammelt. Stellen wir uns vor, es ist Liechtenstein. Also, was sollen wir als nächstes machen? Probieren wir es mit einem Synchronsprung. Würden alle 7,6 Milliarden von uns an einer einzigen Stelle gleichzeitig springen, könnte unser Gesamtgewicht, knapp 404 Millionen Tonnen, tatsächlich die Erde bewegen. Allerdings nur um 1/100 des Radius eines Wasserstoffatoms. Und auch nur, wenn wir alle exakt zur gleichen Zeit mindestens 30 cm hoch springen. Während wir in der Luft sind, würde die Erde wieder auf ihre Position rutschen, also könnten wir nicht allzu sehr damit angeben. Nun, da wir uns jetzt alle schon ein bisschen besser kennengelernt haben, wo wir uns doch an einem Ort gequetscht haben, lass uns die gesamte menschliche Rasse in ein einziges Gebäude umsiedeln, wo wir alle gemeinsam leben. Wie groß müsste das sein, damit wir alle bequem Platz finden? Sagen wir, dass man 10 Menschen auf einen Quadratmeter bekommt. Um es einfacher zu machen, bringen wir die überdurchschnittlich großen Menschen auf den unteren Etagen unter und bauen die entsprechend hoch. Der größte lebende Mensch ist 2,53 Meter hoch und die Etagen werden mit steigender Höhe immer niedriger. Letztendlich müssten wir eine 1,2 Millionen Kubikmeter Konstruktion bauen, die sich 1,1 Kilometer in die Höhe erhebt. Damit wäre sie noch einmal 29% größer als der Burj Khalifa, der höchste Wolkenkratzer der Welt. Weißt du was?
Wir hätten es wahrscheinlich etwas bequemer, wenn wir uns ein wenig mehr verteilen würden. Verschwinden wir aus Liechtenstein und suchen uns einen Ort, der ein wenig mehr Spielraum bietet. New York. Da gibt's sogar verschiedene Bezirke, was die Aufteilung erleichtert. Manhattan fasst ungefähr 590 Millionen Menschen, Brooklyn 1,4 Milliarden, Queens 2,89 Milliarden, die Bronx 1,3 Milliarden und Staten Island 1,51 Milliarden. Bei diesen Zahlen würde unsere Wohnsituation wie folgt aussehen. Europa würde in die Bronx ziehen, Nord- und Mittelamerika nach Manhattan, Afrika, Südamerika und Ozeanien würden nach Brooklyn ziehen, die chinesische, indische und japanische Bevölkerung nach Queens und die restlichen Länder Asiens nach Staten Island. Und sollten wir entscheiden, dass wir uns besser nach Religionen aufteilen, würde das ebenfalls bequem funktionieren. In der Bronx gibt es genügend Platz für die Hindus. Buddhisten und Christen könnten in Queens wohnen. Judentum und Islam würden nach Brooklyn ziehen. Und wer keiner Religion angehört, also Atheisten und Agnostiker, richten sich in Staten Island ein. Und sämtliche anderen Religionen würden Manhattan bevölkern. Okay, vielleicht könnten wir das Ganze ein wenig beeindruckender machen. Sämtliche Zahlen, über die wir bisher gesprochen haben, schließen nur die 7,6 Milliarden Menschen ein, die momentan auf der Erde leben. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es insgesamt schätzungsweise 108 Milliarden Menschen sind, die irgendwann einmal auf der Erde gelebt haben, und davon sind gerade einmal 7% aktuell am Leben. Wir alle haben schon mal ausdiskutiert, wen wir von den Toten zurückbringen würden, wenn wir könnten. Aber was, wenn sie alle zurückkämen? Wo würden wir sie unterbringen? Wir bräuchten eine Fläche von 10.800 Quadratkilometern. Also könnte diese Masse problemlos auf Jamaika, in Katar, Kuwait oder Gambia Platz finden. Oder beispielsweise auf Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland verteilt werden. Noch immer nicht so schockierend wie erwartet, oder? Oh, ich weiß! Lass uns eine Menschenschlange entlang des Äquators bilden. Wie weit würden wir deiner Meinung nach um die Erde reichen? Unser Planet hat einen Äquatorialumfang von etwas über 40.000 Kilometern. Unsere Reihe wäre ca. 2.244.060 Kilometer lang. Und du dachtest, die Schlange sonntags beim Bäcker wäre lang. Also würden wir gut 56 Mal um die ganze Erde reichen. Drehen wir uns jetzt zur Seite und fassen uns solidarisch an den Händen, okay? Oh, was für ein schönes Bild das ergibt. Aber wie auch immer, die Armspannweite eines durchschnittlichen Menschen beträgt 1,70 Meter. Würden wir uns alle nebeneinander ausstrecken und einen riesigen Kreis bilden, hätte der einen Umfang von etwa 12,74 Millionen Kilometern. Dieser Kreis wäre 5-mal größer als die Umlaufbahn des Mondes und die Erde. Okay, gehen wir einen Schritt weiter und sammeln die Erdbevölkerung vertikal. Die durchschnittliche Person ist 1,67 Meter groß. Aber denk dran, dass wir etwas an Höhe verlieren, da wir auf den Schultern voneinander stehen. Beziehen wir diesen Verlust mit ein, kommt vielleicht jede Person auf 1,40 Meter. Natürlich ist das nur ein sehr grober Durchschnitt, um unserer Berechnungen willen. Wir bräuchten nur 286 Millionen Menschen, die auf den Schultern voneinander stehen würden, um den Mond zu erreichen, der etwa 384.400 Kilometer entfernt ist. Aber unser monumentaler Menschenturm wäre 10,3 Millionen Kilometer hoch, was für gut ein Fünftel des Weges zum Mond reichen würde, ein Viertel des Weges zur Venus und ein Fünfzehntel der Strecke zur Sonne. Ja, endlich etwas, auf das wir stolz sein können! Das Ganze ist ziemlich verwirrend, oder? Wir decken kaum eine so große Fläche ab, wenn wir uns alle zusammenstellen und sogar die Toten zurückbringen. Wir können kaum den Planeten bewegen, wenn wir alle gleichzeitig springen. Aber stellen wir uns alle aufeinander, reichen wir weit über den Mond hinaus. Ich würde sagen, das beweist einfach, dass die menschliche Rasse voller Widersprüche steckt. Wenn es dir Spaß gemacht hat zu erfahren, was alle 7,6 Milliarden von uns zusammen tun können, gib diesem Video einen Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. In welchem Teil von New York würdest du denn nach unserer Aufteilung leben? Könntest du damit umgehen, so dicht an dicht mit allen anderen Menschen des Planeten zu leben? Verrat es uns in den Kommentaren.
bis zum nächsten Mal auf der Sonnenseite des Lebens. Bye bye.